Willkommen in Europa, Mr. Trump. In unserem eigens für Sie erstellten Reiseführer präsentieren wir Ihnen ausgewählte Destinationen, um Ihren Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Schließlich ist Reisen immer noch die beste Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern. Erinnern Sie sich daran, dass Sie Belgien eine schöne Stadt nannten? Nun ja, genau genommen ist Belgien ein Land im Herzen Europas. Hier sitzen übrigens auch die europäischen Institutionen. Belgien war es auch, welches im März die She Decides-Konferenz mitveranstaltet hat, um auf die Global Gag Rule zu reagieren. Na, erinnern Sie sich? Müssten Sie eigentlich, denn dies war eines ihrer ersten Dekrete. In Folge haben sich viele Staaten dazu verpflichtet, finanzielle Unterstützung für die reproduktive Gesundheit von Frauen weltweit zuzusagen. Italien. Dieses Land am Mittelmeer wird Sie verblüffen. Und zwar nicht nur wegen seines sonnigen Klimas, seiner wundervollen Küstenlinien und seines fantastischen Essens. Streifen Sie abseits der ausgetretenen Pfade bis nach Riace. Das süditalienische Örtchen hat seine Türen für Flüchtlinge geöffnet und bietet ihnen Schutz und Arbeit und wurde dank ihnen wiederbelebt. Natürlich stellt die Migration Italien vor große Herausforderungen, aber Riace hat gezeigt, wie es gehen kann. Und weiter geht's. Segeln Sie über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Sie werden es sicherlich nicht glauben. Im April ist das Vereinigte Königreich erstmals seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert 24 Stunden lang ohne durch Kohle erzeugten Strom ausgekommen. Zugegeben, die britischen Klimapläne sind alles andere als perfekt, aber immerhin sollen alle verbliebenen Kohlekraftwerke bis zum Jahr 2025 schließen. Mr. Trump, wäre das nicht auch was für Ihr Land? Nun bringen wir Sie in den Norden Europas. Hier liegt das beschauliche Schweden. Das Land ist einer der Klimavorreiter schlechthin. Im Februar hat die Regierung ein epochales Klimagesetz verabschiedet. Die Skandinavier haben das ambitionierte Ziel, bis 2045 den CO2-Ausstoß auf null zu senken. Verwirrend? Wir empfehlen, dass Sie sich eine kleine Auszeit nehmen. Besuchen Sie zum Beispiel eine Sauna. Welches Umfeld könnte passender sein, um über die Auswirkungen der globalen Erwärmung nachzudenken? Tja, Mr. Trump, ein langer Trip liegt hinter Ihnen. Vielleicht denken Sie auch, zu Hause ist es doch am schönsten. Aber würden Sie nicht auch zustimmen, dass Reisen bildet?